Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen. Eigentlich ist es ein Livestream, aber ich werde das Ganze auch wieder aufnehmen. Hallo an meine Zuseher. Wir haben heute mehrere Möglichkeiten, die wir angehen können. Wir können einerseits versuchen, es gibt hier im Vergessenen Wald oder wie das Teil heißt, Jägerhain, Entschuldigung, gibt es ein komplett optionales Gebiet. Das sollten wir, das habe ich im letzten Stream versucht und dort bitterbös meine Sünden abgebüßt. Da gibt es nämlich ein Phantom und das hat es tatsächlich in sich. So, ich wusste doch, wir haben Fans, die uns folgen. Kein Treffer eingesteckt. So, ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen, da ist dieses Geplänkel gar nicht so schlecht. Au! Verdammt! Junger Mann, Sie stören. Jaxi-Jaxi, das gehört dazu, das gehört dazu. Aber du hast dich gut geschlagen, vor allem weil du so stur warst und das Ganze mit Tastatur und Maus spielen wolltest. Ernsthaft, leg dir einen Controller zu und spiel's nochmal. Du wirst es nicht bereuen. So, die wieder. Die sind echt ungut. Vor allem, wenn man sie nicht backsteppen kann, so wie der Plan gewesen wäre. Und wir haben ja nicht nur den. Oh ja, Backstep wäre jetzt geil gewesen. Wir haben ja nicht nur den, es stehen uns noch fünf andere bevor. Hey! Zigmama, grüß dich! Freut mich, dass du dabei bist. So, vielleicht sieht uns der nicht. Dann lassen wir ihn einfach alleine rumspielen. Okay, jo, gleiches Schema F wie letztes Mal. 1, 2, 3, 4 Leute vor uns und der junge Mann will es gleich. Wow, Moment, 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 ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit, Alter. Der tritt nämlich auch hin beim Springen. Oh, aua. Die machen nämlich extrem böse Aua. So, das heißt, ja, jetzt wo Zigmama wieder mit dabei ist, müssen wir dann doch wieder den Einsatz erhöhen. Ich meine, ich darf ja die alle nicht rauspulvern. Wir haben ja nicht so viel und vielleicht brauchen wir sie tatsächlich mal, aber zumindest. So, da haben wir es wieder. Unsere hübsche Free Spirit. Verbeugen. Hallo. Macht den Einsatz etwas interessanter. So. Schlag mich, peitsch mich, gib mir Straßennamen. Und die teilen auch einfach viel zu viel Schaden aus. Ja, mach das Ding weg. So ist sie hübsch. Ja, die Frage ist nur, wie lange sie noch hübsch sein wird. Wir haben jetzt noch da oben den jungen Mann. Wow, ich hoffe, jetzt kommen nicht beide. Dann war sie mal hübsch. Lass das bitte jetzt nur den sein. Das ist nur der. Okay, sein Pech. Und yes, ein Backstab. Und das ist ja sein Untergang, weil er ist sehr behäbig beim Aufstehen. Okay. Einen haben wir noch. Den da oben. Ich meine, er war kurz gestaggert. Ja, spring einfach in der Gegend rum. Bringt ja auch nicht viel. So, der da oben, den haben wir. Moment mal, das war ja eine Kombination zwischen wir grillen ihm die Eingeweide und geben ihm dann den Rest. So. Jo, da hinten liegen meine Seelen. Wer beim letzten Mal dabei war, weiß warum. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei Zickenmama.
dass ich jetzt nicht mehr lange die hübsche Free Spirit sein werde, sein kann. Da kann man die her. Blüm, was war das für ein Ton? Was war das für ein Ton? Ah, Zickenmama, danke fürs Hosten. Freut mich total. Ich war abgelenkt. Ich war abgelenkt. Das gilt nicht. Verdammt. Ich drehe mal ganz kurz den Nightbot ab. Moment mal, der randaliert etwas in meinem Stream. Ich bin gleich wieder... Ja, ich habe es gerade mitbekommen. Warte mal, ich werde Nightbot mal ganz kurz zurechtweisen. Geht gleich weiter mit dem Gameplay, aber mein lieber Nightbot pöbelt meine Seher an. Das geht ja gar nicht. Eieiei. Ja, jetzt bin ich wieder hässlich. Das war ein ganz unangenehmer Absturz. Ich war abgelenkt. So. Ich kick mal kurz. Nightbot is now leaving the channel. So, Zickmama, du wirst nicht mehr belästigt von Nightbot. Und, jo, was machen wir denn? Jetzt müssen wir uns da nochmal durchkämpfen durch die Kacke. Wir bleiben jetzt mal. Ich weiß. Oh. Ja, und ein schönes Schulterpiercing. Wir bleiben jetzt kurz mal hässlich. Da sind sie, da sind sie. Und... Wow, das war knapp an uns vorbei. So, diesmal holen wir dich sofort. Lass stecken, Alter. Ich überlege ernsthaft, ob wir... Nee, wir versuchen es jetzt noch einmal. Wenn das jetzt schief geht, dann reisen wir woanders hin. In your face und tschüss. Der nervt auch. So. Wir sollten vielleicht wieder mal unseren Lebenssteinvorrat auffrischen. Ich mag ja da nicht so viel wegblasen. Weil die Lebenssteine finde ich ja eine ganz nette Zwischendurch-Alternative im Vergleich zu Istus-Flakons. So, komm her. Da, komm her. Netter Sprung. Gut, hast das... Wow. Wie er rumhüpft. Wow. Ja, man darf halt nicht blöd über die Gegend. Wow, jetzt haben wir beide an der Backe. Nein, jetzt haben wir alle vier an der Backe. Lauf, Forest, lauf. So. Wir müssen, vielleicht können wir die abhängen, einfach so. Und ich würde gerne wechseln auf Estos. Einmal kurz was trinken. Ist ja echt schlimm. Naja gut, ich sage euch was. Wir laufen jetzt einfach mal die Brücke lang. Mit dem 4 im Handgepäck. Vielleicht schaffen wir es ja noch, dass wir den 5. auch triggern. Wäre ja auch nicht schlecht, oder? Weil, Moment mal. Wir können da hinten, wenn ich es schaffe, sprüngen. Und gleich ist sie wieder tot. Mit ziemlicher Garantie, ziemlicher Sicherheit. Vielleicht fallen ja die dort runter, wo ich vorhin runtergefallen bin. Hm? Mal schauen. Das nehmen wir mit. Wir sind geizig. Wir haben nichts zu verschenken. Ich weiß nicht, ob uns die jetzt folgen. Ich traue mich nicht umdrehen. So, da hinten ist Mr. Er macht uns das Leben. Wuhu! So, könnt ihr springen? Nee, können sie nicht. Oh ja, der kann springen. In die falsche Richtung. Und tschüss, der Lurch. Dann nächste. Puh. Und der nächste. So billig habe ich noch nie Seelen bekommen. Da hinten ist noch einer runtergestürzt. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat.
Ach, der rennt jetzt dort rum und aber jetzt ist er, glaube ich. Jetzt ist er gestürzt. So. Okay, ja. Wir sind fast fit und da hinten, da der junge Mann in Rot, der hat uns das letzte Mal, oh, 10.344 Seelen, der hat uns das letzte Mal so richtig schön wegplaniert. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen. Sehr schlaue Gegner. Zu meinem Glück. Ja, fallen nicht runter. Okay, Leute. Sollte ich das an der Stelle nicht schaffen, besuche mein neues Gebiet. Jo, auf geht's. Ja, boah, vor dem habe ich echt Angst. Der ist nämlich richtig. Ja. Mystik! Und ich bin gleich tot. Trink was. Schlag jetzt nicht zu. Oh, wie kannst du nur? Also der Typ ist tatsächlich schlimmer als so mancher Boss im Dark Souls 2. Tatsache. Und wie er komplett auszuckt. Der randaliert komplett. Den hasse ich. Der ist echt Pain in the ass. Wow. Okay, trink was. Das geht sich nicht aus. Shit. Nein. Ja. Ich weiß es nicht. So. Wollen wir den noch mal probieren? Rest in Peace, ja. Wie sieht's aus? Soll ich es noch einmal versuchen oder wollen wir uns ein anderes Gebiet ansehen? Ich meine, einmal können wir es noch versuchen. Ja, los ran. Okay, wir haben die Antwort. Mama will mich leiden sehen. Den vergesse ich jedes Mal. Naja, dann tun wir. Wo, oh, das war knapp. Dann tun wir das. Schade, dass der ständig getriggert wird. Ich will den nicht ständig aufs Neue bekämpfen müssen. Auch wenn ich ihn jetzt gebackstabbt habe. Pulsar 83. Servus, grüß dich. Freut mich total, dass du dabei bist. Ich habe das erste Mal, dass du bei einem meiner Livestreams dabei bist. Yeah! Freut mich richtig. So, Lebenssteinchen. Den können wir ja ignorieren. Ich glaube, wir werden das so versuchen. Wir laufen da jetzt einfach wie blöde durch. Wir wissen ja, die sind jetzt nicht. Oh. Ich brauche Ausdauer, Ausdauer. Ohne Ausdauer laufen wir nicht weiter. Nicht weit, wie blöde. Wie blöde schon, aber nicht weit. So. Und jetzt Daumen drücken, dass mein Sprung funktioniert. Weil das ist ja auch gar nicht mal so easy cheesy. Yes! So. Stürz! Und wie? Und ich grill euch. Oder auch nicht. Naja, treffe ich den so weit? Auch nicht. Puh. Okay. Ich meine, ich weiß es nicht, ob wir den Gegner vielleicht auf die Brücke locken können. Wobei die Brücke unser Tod ist, weil da ja jetzt. Sind die jetzt alle. Haben sich die jetzt alle zu Tode gestürzt? Nee, da hinten rennt noch einer rum. Beim zweiten Mal tut es nicht mehr so weh. Naja, mal ausprobieren, oder? Junger Mann, da bin ich wieder. Wo sind meine Seelen? Oh nein, der ist voll. Der ist unser Stalker. Der triggert uns. Das ist irre.
Nein, 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 nein. Ich schaffe ihn nicht. Ich schaffe ihn nicht. Ich sage euch was. Beim letzten Mal die Sünderin First Try gelegt. Und der... So, einmal geht's noch. Und dann brauche ich ein anderes Gebiet, ein bisschen zum Entspannen. Beziehungsweise wir brauchen tatsächlich mehr Lebenssteine. So, da kommt jetzt wieder einer, den ich jedes Mal übersehe. Johann! Alle guten Dinge sind drei. Ja, beim ersten Anlauf hatten wir ihn ja schon ziemlich weit eigentlich. Aber der, ihr habt das gesehen, der ist verdammt schnell. Der ist so schnell für mich. Ich bin ja auch schon alt. Ja, das war ein super Kunstschlag. Wieso ist der jetzt da getriggert? Ach, man weiß es nicht. Ah, na gut. Ich würde sagen, Taktik Nummer 1 hat sich ganz gut bewährt. Laufen. Und vor allem das Schöne ist ja, wenn ich da 10, 15 Mal sterbe, spawnen die ja auch nicht mehr neu. So, lauf, lauf. Wow. Das war beim letzten Mal, glaube ich, besser, oder? Wutsch. Die Peitsche im Hintergrund. Schlag mich, tritt mich, gib mir Straßennamen, aber lass mich leben. Okay. Springen müsste man können. Hey, da unten gibt's was zum Looten. Leute, ich sage euch was. Das ist jetzt der letzte Try. Wir wollen ja nur dorthin. Dort, da, wo ich hinsehe. Läuft ja gut mit Durchrennen. Na wohl? Wäre ich nicht runtergesprungen, würde ich noch leben. Wow, Ausdauer. Das werden immer mehr. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Deswegen. Ach, geh, verpiss dich da. Tja. Ich glaube, ich werde das als Clip machen. Mir gibt es die Möglichkeit, so kleine Clips der besten Szenen aus dem Livestream zu erstellen. Zeig Mama, ich mache dir einen Clip. So, einmal Nierenpiercing bitte. Dankeschön. Und den vergesse ich jedes Mal. So. Wir laufen wieder. Ich hatte nur am Schluss zu wenig Kondition, glaube ich. Und den falschen Sprungzeitpunkt und sowieso und überhaupt. So, Nummer 1. Das wird jetzt ein Touchdown. Das wird ein Touchdown. Oh, oh, das wird kein Touchdown. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Stelle tatsächlich hasse? So, geringfügig. Ein wenig. So, Ausdauer, 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 Ausdauer. Und ich komme da nicht mehr drüber. Es geht nicht mehr. Ach, da gibt... Aber jetzt weiß ich wenigstens, es gibt da unten nichts zum Looten. Das war nur, weil einer von denen runtergestürzt ist. Ja, Zickenmama, das war jetzt quasi das Replay für dich. Ich muss... Ich mag nicht mehr. Wie wir schon aussehen.
Mit jedem Tod werden wir hübscher, ne? Wieso finde ich die Stelle lustig? Ich weiß es nicht. Wollen wir die Stelle noch einmal machen? Ich finde das nicht so lustig. Okay, Leute, kurze Chat-Abstimmung. Wollen wir noch einmal das ausprobieren? Ich meine, hässlicher können wir nicht mehr werden. Nein, na gut. Hochmotiviert begebe ich mich zurück zur Stelle des Abgrunds. Schneller geht nicht. Ich habe Zeit. Ah, oh, wollen wir nicht noch eine Bossseele besiegen? Das ist viel leichter als der Gax. Ich meine, wie gesagt, einen Vorteil hat's, dass wir bald diese ganzen Gegner da hinter uns... Ah, der kommt uns über die komplette Brücke nach, der Sack. Doggy! Oh! Ja! Rettet die Bäume. Rettet die Bäume, ne? Oh Mann. Aber wir müssen auf alle Fälle, wenn das jetzt wieder schief geht, ich brauche... Hey! Ah, verdammt, der hat uns die komplette Ausdauer abgezogen. Nein! Ja, wenn's läuft, dann läuft's, oder? Wenn's läuft, dann läuft's. So, wir versuchen jetzt mal das andere Bonfire. Vielleicht triggern wir da weniger Leute. Aber ich könnte euch noch anbieten. Wir haben noch... in der verlorenen Festung, da gibt es noch einiges zu entdecken. Ich sage euch nochmal, bitte. Ja, okay. Ihr seid gemein. Mach das weg, bevor es Kinder kriegt. Zig Mama, glaub mir, das da kriegt sicher keine Kinder. Das ist wahrscheinlich der beste Verhütungsschutz ever. Wir versuchen es jetzt mal von der Seite. Weil ich kann mich nicht erinnern. Ach ja, da gab es ja den jungen Mann, der von oben runterspringt. Aber theoretisch, ich glaube in Summe weniger Stress als den Fackelschwinger. Das ist jetzt der zweite, der sich immer eingemischt hat, glaube ich. Und theoretisch, da baumelt einer an der Brücke. Achso, jetzt haben wir den wieder an der Backe kleben. Eigentlich dachte ich, wir müssten jetzt relativ safe. Kommt uns der nach? Nee, kommt nicht. Oh ja, kommt schon. Oh. Er hängt fest. Er hängt fest. Das wusste ich auch nicht. Geil, Grillparty. Tschüss. Im Chat geht's ab. Ein notgeiler Flummi. Ja, es gibt tatsächlich einen Invader, der Einsame, der hat uns jetzt schon dreimal überfallen. Der ist tatsächlich scheinbar richtig notgeil. Ja, der wieder. Der wieder. Okay. Hey! Puh! Too much action. So, wir versuchen es jetzt mal wieder richtig. Mit Stepweise und One by One. Und wir haben noch 7 Lebenssteine. Was will man mehr? Also... Wo kommt der her?
Wo kam denn jetzt der her? Aber jedenfalls, ich wollte sagen, da hilft keine Tüte über den Kopf stülpen mehr. Wo kam denn? Stehen da unten? Ach, das war jetzt der andere, den haben wir jetzt auch getriggert. Der da hinten patrouilliert, oder? Na, großartig. Ach, schön. Keine Ausdauer mehr. Jo, aber der hat kein Leben mehr. Ja, was ich kacke finde, ist, wir haben keine Lebenssteine mehr. Wir sollten tatsächlich Lebenssteine einkaufen gehen. So, das war der da oben. So, wir schnappen uns die jetzt wieder one by one. Oh, ich stehe jetzt auf Peitschenschläge. Okay. Ich möchte ja nicht wieder alle triggern. So, einer ist okay. Da haben wir Platz. Da können wir uns austoben. Die mag ich nicht. Die mit der Peitsche, das ist fürchterlich. Die mit der Peitsche sind nicht so schlimm eigentlich. Aber der teilt ja immens böse Schaden aus, wenn er uns mal trifft. So, da waren es nur noch. Wie viel bleiben jetzt noch übrig? Ja, der da oben. Vielleicht können wir den gleich runterfischen, während er noch gestunt ist von seinem Sprung. Und ne, können wir nicht. So, jetzt haben wir natürlich alle Feuerbälle verblasen. Dann grillen wir ihn mal mit dem kleinen Feuerball. Der weiß auch noch nicht genau, wo er hin will. Wiedersehen. So, der braucht Ewigkeiten, bis er wieder bei uns ist. Oh Mann. So, wir müssen jetzt ganz kurz für Rückendeckung sorgen, weil nämlich da hängen zwei und die fallen uns im Kampf ziemlich sicher in den Rücken. Das wollen wir vermeiden, wenn es geht. Lebt noch! Oh Mann. So, wir haben 5 Estus Flakons. Gut. Es ist so schlimm. Ich mag nicht. Und das Schlimme ist, jetzt spielt schon langsam auch die Angst mit. Und ich habe sein Moveset noch nicht wirklich durchschaut. Der erste Schlag. Und schon ist mal schon wieder die Hälfte weg von unserer Energie. Krieg was. Keep him close. Vielleicht hilft's was. Ja, die Rache folgt sofort. Shit, das hätte... Nein, 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 nein. Haben wir Zeit zum Trinken? Ich sehe nichts. Okay, wie viel haben wir? Wie viel haben wir? 50. Nein! Nein, nein, nein. Wir waren gar nicht mal so weit weg davon. Wir hätten ihn fast gehabt.
Du hast 0, er hat 45, ja. Ja. Und ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern. Aber im Ernst jetzt, wir haben diese. Oh ja, jetzt macht uns der kaputt. Die Sünderin. Nein, 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 da ist der Abgrund, da wollen wir nicht hin, da wollen wir nicht hin. Ich sollte mich vielleicht auch wieder mal heilen, ha? Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ja, wir können uns auch einfach durchsterben. Also wie gesagt, nach 10, 15 Mal spawnen die nicht mehr. Spawn on my bedroll. Bist du noch rückwärts zu mir gekommen? Immerhin. So. Fallobst. Da, der kommt schon gar nicht mehr. Den haben wir schon. Oh ja, wohl. Oder nicht? Nee, den hätten wir überstanden. Der spawnt nicht mehr. Tatsache. Lass die Fackel stecken. Aber immerhin, wir können hier Fackeln looten. So, sieht uns der. Aber wir wissen, der kann uns nicht wirklich nachlaufen. In your face. Der macht den Schwing. Swing. Einmal. Hat der nicht beim letzten Mal zweimal geschwingt? Egal, jetzt schwingt er gar nicht mehr. Nee, brauchst dich nicht zu heilen. Ja, das mit dem Heilen hat sich tatsächlich ziemlich schnell erübrigt. Einfach so. Moment. Glücklich sind die Orientierungslosen, weil die können sich nie verirren. Kann ich mich da hinten an dem jungen Mann vorbeischleichen, ohne dass er uns sieht? Nein, kann ich nicht. Egal, was wir tun, er sieht uns immer. Wäre ja geil, wenn der da runterspringen würde, ha? Eins, zwei. So. Die hätten wir jetzt mal erledigt. Ich überlege gerade, wollen wir laufen oder wollen wir kämpfen? Wir kämpfen, oder? Oh, das wäre Backstep gewesen. Ja, dann eben jetzt. Dann eben jetzt. So, der nächste bitte. Es kann ja nur mehr Stunden dauern, bis die nicht mehr spawnen und wir dann tatsächlich zu unserem Spezialfreund zurücklaufen dürfen. Okay. Wieder einer weniger. Wenn er wenigstens, ich glaube, ich weiß nicht, hat er die Peitsche beim letzten Mal schon gedroppt? Wenigstens irgendwas davon haben. So. Zwei. Eins. Zwei. Drei Backstep. Drei Backstep. Verdammt nochmal! That's a joke.
Nein! Wir sind tot. Jetzt geht sich ein Schluckchen aus. Ein Schlückchen. Ja, warum nicht gleich so? Warum denn nicht gleich so? Ich habe die Orientierung verloren. Wir müssen dort lang. Mit wie vielen Lebenssteinen habe ich die Aufnahme, den Livestream begonnen? Ich glaube mit 20 oder so. Hä? Mach's nicht so spannend. Spring einfach. Spring in mein Verderben. Das war ja leicht. So, mal kurz durchschnaufen. Hä? Moment. Jo, Pulsar, ich hoffe, dass der Stream sich bei dir fängt. Wir kriegen den mal da oben wieder. Vielleicht springt er ja wieder in sein Verderben. So, das hat er beim letzten Mal auch getan. Und jetzt, komm, Sprung. Und er läuft einfach weiter und hat kein Interesse an uns und hängt dann da unten fest. Auch nicht schlecht. So. Der, ich weiß nicht, wie viel der Versuch das jetzt war. Hat irgendjemand von euch mitgezählt? Das Problem ist ja, die kommen immer, also die Phantome kommen tatsächlich immer wieder. Egal. Die sterben halt nur dann, wenn sie tot sind. Oh, bloß nicht nachspringen. Mädel macht keinen Blödsinn. Auch wenn du hässlich bist, spring nicht von der Brücke. Das Leben hat noch einen Sinn. Dum, 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 dum. So, vielleicht können wir den jungen Mann ja tatsächlich so. Was macht er jetzt? Shit, wir können ihn nicht. Verdammt, nee. Vielleicht springt er ja auch runter, dann hätten wir die Sache erledigt. Ein für alle Mal. Ich kann ihn nicht anvisieren, das ist natürlich jetzt ein Gag. Ich könnte ja sagen, dass das ein feiger Hund ist, aber meine Ausgangsposition, glaube ich, erlaubt nicht, dass ich so eine Feststellung treffe, oder? Ich will dort nicht hin. Wisst ihr eigentlich, wie viel wir uns für 6000 Seelen kaufen könnten? Ja, blöd. Hätte ich Pfeile im Gepäck? Hätten wir Pfeile? Könnten wir ihn da jetzt mit dem Bogen? Haben wir Pfeile im Gepäck? Ich glaube ja nicht. Und wenn, wo sollten die sein? Nee, wir haben keine Pfeile, verdammt nochmal. Obwohl, wir haben Pfeile, Eisenpfeile. So, junger Mann. Das ist jetzt nicht die mutigste Taktik, aber dann machen wir halt ein Shootout, wie es so schön heißt. Boat! Giftpfeile werden jetzt natürlich ideal. Ich meine, der schummelt ja auch, der ist einfach viel zu schnell. Wäre der nicht da? Ja, er kommt da nicht raus. Er will da nicht raus. Er weiß schon warum. Ah, ich weiß, das ist voll lähmend. Und man braucht Skills. Man trifft da, wie er in Deckung geht. Der tut nichts. Geh einfach hinter. Ja, der will ja nur flirten mit uns, oder? Eigentlich in Wirklichkeit ein ganz netter Zeitgenosse. Der halt ein bisschen tollpatschig ist, was Flirten betrifft. Ich muss sowieso, früher oder später gehen uns die Pfeile aus. Wie viel haben wir noch? 11 Stück? Er ist aber auch selten feige. Schüchtern. Er bleibt einfach da stehen. Wenn wir ihn daher locken könnten.
Dann wäre das schon mal echt. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht vor lauter Blödreden runterspringe. Unabsichtlich natürlich. Moment mal, wir können ihn, wir haben einen Köderschädel, glaube ich. Ich gehe mal weg vom Abgrund. Wir triggern ihn daher, unter Umständen. Ich habe das noch nie ausprobiert. Haben wir nicht, hatten wir nicht. Einen Köder, ja, da, fünf, drei Stück. Lockt bestimmte Feindtypen. Bist du ein bestimmter Feindtyp? Scheinbar nicht. Oh, das ging in die Eingeweide. Ja, das Problem ist, mit Giftpfeilen hätten wir ihm schon ganz schön zusetzen können. Ich will ihn ja einfach nur schwächen. Wir waren ja schon ziemlich knapp dran mal. Der ist zu schnell. Das ist der Beweis, der Grund, warum ich keine Ego-Shooter spiele. Ha, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er nicht. Kommt der nicht auf die Brücke? Das ist aber strange. Okay, wir probieren das jetzt mal aus. Oder auch nicht. Verdammt nochmal. Leute, ich mag die Stelle nicht. Ich mag die Stelle nicht. Nein. Der tut nichts. Ja, diesmal hattest du recht. Er tut wirklich nichts. Diesmal habe ich mich einfach selbst so. Das ist jetzt der letzte Try. Dann besuchen wir ein anderes Gebiet. Einfach meinen und euren Nerven zuliebe. Wer da aller getriggert ist? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja klar, ich meine, im Wald sitzen ist langweilig, aber irgendwann reicht. So, weg. An dir werde ich jetzt vorbeilaufen, weil du dicker bleibst da oben eh hängen, soweit ich mich erinnern kann. Oder? Der bleibt doch hängen. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach weiter. Wir werden es schon merken. Ob wir jetzt hier sterben oder dort sterben, ist eh egal. Ich meine, immerhin schon langsam bin ich fast perfekt im Backstappen von diesen Gegnern. Du bist jetzt getriggert oder nicht? Nee, ist er nicht. Wir laufen. Was soll schon schief gehen? Außer alles. Ich muss ja nur lediglich dann hinten im richtigen Moment springen. Es ist ja eigentlich total leicht die Stelle. Für Anfänger. Hier sterben doch nur die größten Noobs. So. Da könnt ihr euch bitte... Ich meine, die geben 936 pro Sturz. Ist ja eigentlich nicht zu unterschätzen. Ach so, Moment. Tu uns den Gefallen und fall runter. Ah, schön in die Hand getroffen. Das war's mit den Pfeilen. Was hatten wir noch für Pfeile? Ich hab Giftpfeile, ich voll tap. Tap. Ich voll tap, ich hab Giftpfeile. Ja, dann, Moment mal. Dann sorgen wir mal für etwas ausgleichende Gerechtigkeit. Ich glaube, drei oder vier Mal müssen wir ihn treffen. Ich hoffe, der ist anfällig gegen Gift. Drei. Jetzt werden wir es gleich wissen. Verdammt, er geht in Deckung. Komm her. Verdammt, 18 Pfeile haben wir noch.
Nee, nicht da hinten stehen bleiben. Und? Nimmt er schon Giftschaden? Nein. Ja, jetzt nimmt er Giftschaden. Er nimmt Giftschaden. Er lässt sich vergiften. Das ist jetzt nicht die feine englische Art, aber Leute. Wie sagte schon Darwin, die Stärksten werden überleben und die Klügsten. Vor allem die Klügsten. Bin ich stolz auf diese Aktion? Nein. Ich muss da sowieso raus, wahrscheinlich. Und? Okay, jetzt ist er wieder vergiftet und das war 2580 Seelen. Jo. Ihr wurdet Zeuge eines nicht unbedingt heldenhaften Kampfes, aber. We did it! Bin ich jetzt stolz darauf? Nein, eigentlich nicht. Und der hat nicht einmal irgendwas Sinnvolles gedroppt. Okay. Mal kurz durchschnaufen. Der nächste Boss erwartet uns und ich kann mich nicht mehr genau erinnern. 14.000 Seelen. Ich würde gerne, bevor wir den Boss machen, 14.000 Seelen ist nicht wenig. Wir haben keine Lebenssteine mehr. Ich würde gerne einkaufen vorher. Haben wir noch einen? Haben wir. Entschuldigung fürs Husten. Hier schon wieder. Gegenstand kaufen. Oh, die hat mittlerweile auch schon die großen Lebenssteine. 10 Stück. Wir verballern jetzt mal alles in die kleinen Lebenssteine. Die großen funktionieren genauso, nur dass der Balken etwas schneller hoch startet. Moment mal, was war das? Verursacht mehr Schaden, er leidet weniger. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und da hätten wir noch einen Duftzweig. Geht gar nicht einfach im Stream zu husten. Das war ich nicht. Das war sie. Unsere Lieblingshändlerin mit dem ganzen Gepäck am Rücken. Gut. Jo, Leute. Wollen wir den Boss ausprobieren, nachdem er uns da jetzt so durch... Na, war unerhört sowas. Ja. Ich werde mich dann kurz entschuldigen. So. Haben wir irgendwas? Ah, das passt besser. Nee, nichts da. Okay, Frage. Wollen wir uns den Boss ansehen hinter die? Der ist wirklich komplett optional. Aber ich könnte mir vorstellen, nachdem wir da jetzt so viel gelitten haben, ihr beim Zusehen, ich beim Spielen, wir sehen uns zumindest einmal an. Oder? Irgendwelche Gegenstimmen? Ja, leg los. Weil jetzt können wir tatsächlich durchlaufen. Und die müssten jetzt auch schon bald weg sein. Wow! Der mit seiner kunstvollen Pirouette. Lebensstein. Und vielleicht sollten wir tatsächlich wahnsinnig genug sein. Und gleich rein in den Giftnebel. Es ist ein glorreicher Lauf. He? So, der bleibt tatsächlich zwischen den beiden Dingern da hängen. Nee, Xerxes, der ist nicht mehr da.
Der junge Mann hat's überstanden. Zum Glück habe ich damals die Giftpfeile gekauft. Ich versuche jetzt tatsächlich durchzulaufen. Ich möchte mich nicht jetzt wieder mit denen da abgeben. Vielleicht schaffen wir nochmal einen Touchdown. Ja, der erwischt uns aber auch jedes Mal. Ah, das Geräusch der Peitsche. Das Schöne ist bei den Lebenssteinen, wir können die auch nehmen, während wir auf der Flucht sind und hinter uns die halbe Meute her ist. Okay. Nein, nein, nein. Er trifft uns nicht. Hat er uns jetzt noch getroffen? Man weiß es nicht. Ja, du dummes Skelett. Man legt keine Schalter um. Nicht, wenn sowas dabei rauskommt. Ah. Lauf, 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 Forest, lauf! Lauf, Forrest, lauf, 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 lauf. So, dich müssen wir eliminieren, weil sonst kommen die Skelette immer wieder aufs Neue. Da muss irgendwo ein Schalter sein. Lauf, Forrest, lauf, lauf, lauf. Wir müssen einen Schalter finden. Ja, du stehst im Weg. Da war er nicht. So. Okay, den übernimmt der Boss. Schalter, Schalter. Verdammt, wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Wow, das war knapp. Ja, das war wirklich knapp. Verdammt, wir brauchen einen Schalter. Ist er hier? Auch nicht. Ich glaube, der ist da hinten, der Schalter. Ich glaube, der ist da hinten. Geil ist die Musik dazu. Im großen Kolosseum. Yeah, yeah, yeah. So, Schalter. Leg den Schalter um. Yes. So, Phase 1 hätten wir. Wieso haben wir so überhaupt keine Ausdauer mehr? Holy shit. Das muss ich ausgeben, bitte. Nein! Nein, nein, nein. Nein. Das ist jetzt traurig. Ich schnitze mich mal da wieder durch. Rest in Peace, mal wieder. Rest in Pieces in dem Fall. Das war jetzt... Oh. Aber mit den ganzen Skeletten im Gepäck... ich weiß es nicht. Der mal wieder... Mit den ganzen Skeletten im Gepäck, ich hatte kein Zeitfenster zum Aufheilen. Aber ich habe jetzt Bock, dass ich es nochmal ausprobieren will. Eventuell vielleicht vorher sogar in menschlicher Gestalt. Aber wir müssen uns halt da wieder durch diese ganzen Kreaturen durchschnetzeln. Also eigentlich nur durch den und seinen Schimmelkumpel, der uns da jetzt gleich wieder von hinten attackiert. So, wir laufen mal wieder.
ging sich beim letzten Mal ja relativ schön aus. Ha! Keinen Treffer eingesteckt. Nice, aber wir brauchen Kondition. So, wir haben Kondition. Okay, die Hölle der Untoten. Second try. So, wir laufen diesmal so schnell wie möglich nach vor. Ein Großteil dieser Skelette erledigt ja sowieso. Nein, 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 das war dumm, dumm, dumm. Ja, man darf halt nicht hektisch sein. Aber wenn es so weitergeht, bleiben tatsächlich keine Gegner auf dem Weg dorthin mehr übrig. Das ist doch der von da oben. Den gibt's noch. Mr. Pirouettensprung. So, an dem kommen wir jetzt zum Glück ohne Kampf vorbei. An dem Kollegen leider nicht. Der will's wissen. Die nervtötende Gestalt will's auch wissen. Haben wir den jetzt getriggert? Ich weiß es nicht. Ich befürchte ja fast schon. Das Problem ist, ich wollte ja Menschlichkeit nehmen. Einfach schon allein deswegen, weil unser Lebensbalken dann um eine schöne Spur... Ja klar, er erwischt uns noch. Weil unser Lebensbalken auch um eine schöne Spur mehr ist. Aber solange wir die hinten an der Backe kleben haben, wird das nichts. Wir können nur... Oh ja, ich versuche das so. Stückchenweise. Nein, nein, nein. Er trifft uns nicht, er trifft uns nicht. Gott sei Dank. So, wir stellen uns mal hier in Deckung. Problem, Schild hochhalten. Nein, das funktioniert so nicht. Ja, das stimmt. Die Anzahl der Zeiten, in denen ich am Leben bin, ist tatsächlich geringer als umgekehrt. So. Aber mich hat es jetzt voll packt. Ich möchte ihn jetzt... Ich meine, ich möchte dann schon noch vielleicht auch ein anderes Gebiet besuchen. Aber einmal möchte ich es gerne noch ausprobieren. Wir müssen auf die Ausdauer achten. Und natürlich auf die Gesundheit und auf die Gegner. Und sowieso, man muss einfach auf zu viel achten in diesem Spiel. Na komm schon. Bad, 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 bad. Bad. Danke. Das nenne ich abserviert. Ich meine, meine Hoffnung besteht ja wirklich darin. Yes. Das meinte ich. Den haben wir jetzt schon so oft bekämpft, dass der nicht mehr spawnt und auch sein kleiner Kumpel nicht mehr. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich in ein paar Runden echt darauf konzentrieren, einfach durchzulaufen.
So, die haben wir da oben. Ich werde es jetzt mal umgekehrt. Was? Das ist doch der andere, der da hinten patrouilliert. Der. Ja, genau. Es ist so geil, oder? Ich habe keine Kondition. Lauf! Es ist so geil, es ist so geil. Ich muss den Sprung da hinten schaffen. Ihr müsst mir jetzt den Daumen drücken, dass ich den Sprung schaffe, weil sonst war das ein, ja, sinnloser Lauf. Servus, Dymanul. Dymanul, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Servus, danke fürs Zusehen. Ich kann mir den Boss leichter machen, wenn ich will. Wie denn? Tipps sind herzlich willkommen. Ich spiel's zwar nicht blind, aber wäre interessant zu wissen. Jetzt kommt der schon wieder. Fall doch dort runter. Aber ohne mir am besten. Rest in Peace, die 6 Milliardste, 358. Oh, wir sind gerade noch in der Aufwärmrunde. So, ich werde mich jetzt an der Stelle vorbereiten. Ich wollte ja prinzipiell ein bisschen hübscher sein. Und vor allem mehr Lebensenergie haben. Das sollte uns Zeit bei den Skeletten geben. Köderschädel. Ja, da habe ich nur noch zwei. Das ist das Problem. Ich habe nicht so viel Köderschädel. Einen habe ich vorhin versucht bei dem Phantom. Also nicht versucht, sondern bei dem Phantom verwendet. So, jetzt triggern wir dich hoffentlich nicht. Und ich habe jetzt genug Energie, dass wir durchlaufen können. Behaupte ich mal. So, Nummer 1. Das wird ein Touchdown. Das wird ein Touchdown. Der trifft uns. Ja, nämlich nicht. Der Peitschenheinzi. Die Peitsche klingt nur so böse, aber in Wirklichkeit trifft die selten. Okay. Können wir es riskieren? Sie nimmt ja im Gehen. Lauf, lauf, wow, 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 wow. Okay. Es lebt. Ja, wie lange noch? That's the question. So, weiter. Und zwar am besten gleich zu dem Kollegen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Verdammt. So. Weil jetzt werden diese Skelette nicht mehr wiederbelebt da hier vorne. Bleib in der Mitte stehen. Bleib dort stehen, wo du bist. Ja, dort stehst du gut. Hihi. So, weiter, 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 weiter. Upp. Nice. Verdammt. Die habe ich vergessen. Nice. Lauf. Okay, das Pferd übernimmt den Rest. Schaffen wir das jetzt in dem Lauf? Wir müssen das schaffen, wir müssen das schaffen, wir müssen das schaffen, wir müssen das schaffen, wir schaffen das. Zieh den Hebel! Mädel, um Gottes Willen, zieh doch den Hebel! Scheibenkleister! Den müssen wir noch wegbekommen. Okay, wir haben's. Wir konzentrieren uns nur noch aufs Pferdchen. Das hilft uns. Boah, ich bin fertig. Keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. Shit, und das war's.
So, noch ein Lebensstein. Ich will mal die Skelette wegbekommen. Und dann können wir uns um dich kümmern. Shit, Ausdauer, 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 Ausdauer. Ja, das war jetzt notwendig, dass uns der noch erwischt hat, aber... Scheiße. Das gibt es nicht. Ich habe das Schild weggewechselt. Nein. Ich habe... Oh Mann. Ich habe das nicht mitbekommen, dass ich das Schild aus der Hand gelegt habe. Und wieder Jerky Beef. Yay. So. Aber wir... Neuer Plan. Bevor wir den Schalter umlegen. So, mal kurz überlegen. Wir haben zwei von diesen Skelettbeschwörern. Und ich hätte mir das Leben um einiges leichter machen können, hätten wir den zweiten gekillt, bevor wir den Schalter umlegen. Ja, wir versuchen es nochmal. Xerxes, scheiße. Ja, du hast recht. Das war jetzt richtig scheiße. Und vor allem richtig scheiße knapp auch, eigentlich. Aber ich war jetzt so panisch, ich habe mich da nicht wirklich... Und ich hab jetzt im Stress einfach das Schild aus der Hand gelegt. Und ich habe mich noch gewundert, denke mal, wieso schlägt sie mit der Faust auf diesen jungen Mann ein. Naja, auf ein neues. Mittlerweile bin ich also, der trifft uns nicht, aber der trifft uns und das macht nichts, weil wir springen wie ein junges Reh zwischen den... Wow, 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 bleib weg, bleib weg. Wir springen wie ein junges Reh zwischen den Kollegen durch. Aber ärgern tue ich mich jetzt schon ziemlich. Nee, tue ich nicht. Es ist... Boah, das war knapp. Es ist nur ein Spiel. So, wir müssen den Kollegen erwischen. Wow, wow, lass mich da rein. Das war knapp. So, immer mit der Ruhe. Die Skelette sind erledigt. Die sollten nicht nochmal kommen. Der Schalter war auf der linken Seite, aber der Caster auf der rechten Seite. Backsteppt nicht der, das ist jetzt nicht euer Ernst. So, und die stehen ja wieder auf, solange der Caster noch lebt. Den müssen wir eliminieren, und zwar war der muss da wo sein. Nein, ist er nicht, verdammt. Oh, meine Stimme ist schon wieder weg. So, das Pferd nimmt ihn mit. Geil. Wo ist der Caster? Steht er da drin? Nee, auch nicht. Da ist er. Okay. Theoretisch. Theoretisch sollten die Skelette jetzt kein Thema mehr sein. Leute, bitte Daumen drücken. Tot, eindeutig tot. Ja, hoffentlich diesmal der Boss. Ab zum Schalter, leg den Schalter um. Okay, ich sehe keine Skelette mehr. Wir könnten tatsächlich... Er ist nämlich nicht so stark. Oh ja, doch, er ist verdammt stark.
So, jetzt kommt das Zeug wieder. Das finde ich ja extrem unheimlich. Wir haben so eine ziemliche Range. So, und wieder zurück, wieder zurück. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Er hat uns nicht erwischt, er hat uns nicht erwischt. Oh, das hätte aber ins Auge gehen können. Shit, 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 shit. Von dem will ich mich nicht erwischen lassen, was auch immer es ist. Aber es erwischt uns irgendwie indirekt, naja, okay. Da haben wir Zeit. Da haben wir Zeit, wenn er das tut. Wieso bin ich so langsam eigentlich? So, jetzt nicht geizig werden, nicht geizig werden, nicht geizig werden. Trink was. Sicher, sicher. Oh. Nein! Und tschüss! Down, 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 down. Ihr habt gesiegt. Henkerswagenseele. Alter Vater. So, kurz durchschnaufen. Seelen sammeln. Jo. Und wieder mal. Dark Souls, Ruhepuls, oh Mann, wir haben 27.792 Seelen. Ruhepuls von 310. Irgendwann kippe ich um und bin tot. Habe ich doch gesagt, dass er es jetzt packt. Glückwunsch. Ja, wobei, darauf gewettet hätte ich jetzt auch nicht. Danke für den Glückwunsch. So, wir laufen jetzt einfach mal hier kurz rum. Ach, ist ja cool. Der ist uns bis daher gefolgt. Kein Scherz. Und da hinten steht der zweite. Wahrscheinlich auch der Rest vom Fest. Ja klar, nee, mit denen lege ich mich jetzt einfach nicht an. Ich glaube, da gibt es ein Bonfire, das möchte ich vorher aktivieren. Und zwar... Läuft uns der nach? Nee. Da gibt's, müsste es irgendwo einen Aufgang geben, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß aber nur nicht, ob der auf der rechten Seite war oder auf der linken Seite. Auf der linken Seite. So, looten wir aber trotzdem noch. Puh. Yippie. Netter Effekt mit diesen, was auch immer, Staubkörnchen. So, wir gehen jetzt mal leveln. Machula! Oh, Xerxes, was heißt das? Schade. Du musst dich mit mir freuen. So, hey du. Ich möchte gerne ein bisschen aufsteigen. Wir geben jetzt... Wie viele Leveln können wir denn vergeben? Eh nur 3 Stück. Naja. Okay, dann gehen wir mal in Stärke rein. Das heißt, wir gehen von 301 auf 300. Hast du nicht gesehen? Geschicklichkeit. Angriffsgeschicklichkeit von 68 auf 73 ist natürlich sehr nice. Giftbonus und Blutungsbonus. Beziehungsweise Anpassung. Giftbonus. Wir gehen jetzt in Stärke und Geschicklichkeit, würde ich sagen. Puh.
So, dann sehen wir uns mal das neue Gebiet, also neues Gebiet. Es ist wie gesagt nur optional. Man kann sich diesen ganzen Stress auch komplett sparen. Aber wir könnten dort einem Eid beitreten. Und zwar können wir dann dort, wir bekommen dann diese geborstenen Augäpfeln und mit denen können wir andere Welten invaden. Ich möchte aber jetzt den Eid ehrlich gesagt nicht wechseln. Aber wir können ja mal mit dem sehr sympathischen Herrn uns unterhalten. Okay, hatte ich anders in Erinnerung. Der will gar nicht mit uns reden. Na ja dann. Dann halt nicht. Versuch Rolle Dickwanst. Wer auch immer, wieso auch immer. Keine Ahnung. Hat aber 470 Bewertungen. Man weiß es nicht so genau. Jo, okay. Hätte gedacht. Was steht denn da? Hurra für Schwerenöter. Ja, das ist er tatsächlich. Ich hätte gedacht, wir können hier ein bisschen mehr sehen. Beziehungsweise, ich weiß es nicht, was wir tun müssen, damit der mit uns redet. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Sneak Preview in die entfernt, also in die Festung. Mal kurz da reinsehen. Vor allem, wir haben ja jetzt noch so einen Duftzweig. So quasi die Duftbäumchen des Dark Souls-Universums. Sind wir da überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Mal nachsehen. Nee. Nope, das sind wir nicht richtig. Ich dachte, wir wären hier richtig. Aber wir sind noch nicht ganz falsch, weil wir wollen hierher. Ja, hätten wir noch Brandpfeile. Moment mal. Moment mal. So, ich gehe mal da kurz in Sicherheit. Pyromantieflamme. So, ich warte nur noch, bis sich der umdreht. Mal kurz meine Zielgenauigkeit checken. Oh. Perfekt, oder? Nice, das wollte ich. Das wollte ich erreichen. So, da wollte ich her. Und zwar, wir werden den mal aus von seinem Leiden befreien. Duftzweig benutzen. Jupp. Bist du jemand, der mit uns reden mag? Oh, du bist ja gar nicht nett. Tja. Tja. Nein, wie kommt denn der da hoch? Okay, ja. Zielen, nicht schielen. Ja. Ah ja, mein Controller. Das war, ich weiß schon, wenn ich die Taste runterdrücke, dann erwische ich manchmal, dann flasht er da so rum und ja.
Ja, okay, faule Ausrede, ich habe mich im Stress einfach verdrückt. Gut, kleine Sneak Preview, da hinten erwartet uns irgendwo in diesem Gebäude ein ziemlich mistiger Endboss. Und die Stelle ist nämlich tatsächlich extrem unmenschlich. Schaut euch das an. Ich weiß nicht, was in Dark Souls gefahren ist. Sie werfen euch da einfach mal so. Eine halbe Garnison um die Ohren. So, war jetzt kurz mal abgelenkt. Ja, und jetzt ist der Controller wieder schuld. Der ist immer schuld. Mein Controller ist einfach, der ist fürchterlich. Der ist komplett stur. Königsgroßschwert. Was wollte der König kompensieren mit seinem Großschwert? So, mal kurz überlegen. Wir wollen ja auch. Ah, da ging die Stufen runter. Gut, ich dachte schon, verdammt, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Wir randalieren uns mal wieder durch die Gegend. Na komm. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Tja, ich bin einfach besser als du. So, dass der da keinen Blödsinn veranstaltet. Moment, ich höre noch hin. Ja, das ist überhaupt der geilste Shortcut. Es gibt angeblich eine Möglichkeit, von da oben runter zu springen, aber das Problem ist, die Wahrscheinlichkeiten zu sterben sind, ihr seht es selber, immens hoch. Naja. So, was haben wir da? Menschenbild und einen stolzen Ritter irgendwas. Der stolze Ritter Kunibert. Moment, war da wer? Nee, da war niemand. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, bei mir schneller, als ich überhaupt den Satz ausgesprochen habe. Nämlich jetzt. Grillparty. So. Wir sind natürlich jetzt von der falschen Seite vorbeigekommen, weil eigentlich hätten wir wollen diesen Hebel betätigen. Ich kann ihn nicht selektieren und mit Feuerball komme ich da auch nicht durch wahrscheinlich, oder? No, die sind da ziemlich safe dahinter. Das ist so die magische Wand. Aber mal kurz überlegen. Immer der Lebensstein. Schade, dass die nicht einfach den Schalter umlegen, weil sie uns einfach so ganz bitterbös verfolgen und töten wollen. Wären wir menschlich, würde hier, nehmen wir, Moment, hier, in irgendeiner Zelle könnten wir ein Phantom beschwören. Und die ist gar nicht so sinnlos, weil da hinten würde ein Boss auf uns warten. Und was heißt würde? Wir sehen uns den Boss mal an. Wobei ich überlege gerade ernsthaft, wollen wir vorher zurück und den Schalter umlegen? Andererseits nein, wir haben noch gen Möglichkeiten genug, oder? Ja, wir machen den Boss. Wir machen den Boss. Zum Glück sind wir nicht menschlich, sonst. Ja, so wie unser Kinn aussieht, haben wir uns beim Rasieren auch ganz derb geschnitten. Okay, Leute, Daumen drücken. Wir versuchen es mal. Das ist auch ein ziemlich mistiger Boss. Er ist nämlich richtig mistig.
Also ich glaube auch bei dem ist es nicht wirklich eine Schande, wenn man sich Unterstützung holt. Trink was! So. Ein Drittel hätten wir down. Moment mal. Automode Help ist das Message. Moment mal ganz kurz. Verdammt, nicht im Bossfight. Irgendwie. Da ist der nächste. Wenn wir Pech haben, kommt jetzt der zweite hoch. Verdammt. Irgendwas stimmt in meinem Chat angeblich nicht, laut Automod-Message, keine Ahnung. Ja, da ist der zweite. Jetzt heißt es einfach nur... Jetzt heißt es ums Überleben kämpfen. Das ist so mistig. Und ich glaube, wir müssen... Boah. Ja. Das ist echt mistig. Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung. So, wir können was trinken, oder auch nicht. Können wir das? Lass uns was trinken. Am besten ist, wenn sie aufgefädelt sind, wie eine Perlenkette. Das ist nicht gut. Ah, aha. Wir trinken noch was. Nein, das war ein schlechter Zeitpunkt. So, das Schlimme ist nämlich, während man sich auf einen konzentriert, kommt der andere und fällt einen in den Rücken. Ja, wir trinken noch was. Okay, das war knapp. Das war knapp. Da kommt der zweite. Oh, der wirft wieder. Aber jetzt hat er kein Schild mehr. Jetzt ist er angreifbarer als vorher. Eins. So. Junger Mann ohne Schild. Also ich glaube, das sind Frauen. Männer. Junger Mann, ich glaube, das sind Frauen. Ja, ich bin nicht multitaskingfähig. Aber wir könnten das schaffen. Könnten wir. Würden wir treffen. So, jetzt haben wir nur mehr einen. Jetzt haben wir es. Wir haben es. Oh, wir haben kein Estus mehr. Ich würde gern... Oh, ich zitter, ich zitter, ich zitter, ich zitter, ich zitter. Ja, wir haben es. Wir haben es. Hey Mama, ich sehe es jetzt gerade. Das kam genau am Anfang von diesem Bossfight. Ich weiß es nicht. Ich habe den Bot eigentlich abgedreht. Warte mal ganz kurz. So, ich habe mal bei dieser komischen Bot-Message auf Allow gedrückt. So, durchschnaufen. Oh, das war ein Stress. Da steckt das Schild noch von dem einen drinnen. Und da sind, glaube ich, scheinbare Wand. Ja. Da sind nämlich gar nicht so wenig scheinbare Wände, glaube ich. Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wo wir jetzt hinkommen. Ja, da ist alles voll mit scheinbaren Wänden. Ich kann mich nicht erinnern, wo wir hinkommen, wenn wir da jetzt weitergehen. Beziehungsweise hätte ich gern vorher noch ein Bonfire. Wäre, glaube ich, nicht schlecht, oder? Ach, da kommen wir wieder hoch. Da war auch noch eine und die kann ich mich erinnern. So, wir öffnen mal sämtliche Geheimgänge. Vorsicht vor Hinterhalt.
Ja, ich weiß es nämlich nicht, wo wir hinkommen, wenn nach diesem Bossfight. Und werden wir jemals wieder dorthin kommen? Ich glaube mit Anlauf und Sprung. Ausprobieren. Nein, das geht so nicht. Not really. Not really. Stille. Stille. Obwohl, da ist noch eine. Alles klar, jetzt sind wir auf der Seite. Drei Stück Heimatknochen. Aber ich mag jetzt nicht klettern, das dauert zu lange. Schwupps. So, wir laufen das jetzt nochmal ab. Waren da nicht noch mehr Türen? Ach, da hinten ist noch eine. Rostige Münze. So, da war nichts mehr. Vision von sinnlos. Jupp. Ja, Vision von sinnlos. Tatsächlich sinnlos. Was haben wir da? Da haben wir noch eine Kiste. Zielschild. Na gut. Da war jetzt nichts mehr. So, jetzt habe ich natürlich instant vergessen, wie wir... Moment. Wo war denn das? Da. Was? Da bewegt sich was. Okay, wir haben kein Istus mehr. Boah! War das der einzige? Ich hoffe es. Ich meine, 49.400 hast du nicht gesehen. Seelen möchte ich jetzt nicht unbedingt liegen lassen, ehrlich gesagt. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, da entlang. Puh! Fies, 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 fies. Ich habe da jetzt nur irgendwie so leicht was bewegen sehen. Da ist das Bonfire. Ba, 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 bam, Bonfire. So, ab nach Majula. Was wollen wir denn? Habe ich jetzt eigentlich schon die Teile, die wir benötigen, um unser Schwert aufzubessern? Nicht wirklich. Große Titanitscherbe. Wir brauchen aber schon Titanitbrocken. So, mal schauen, ob uns die junge Frau, die Tochter von unserem Schmied, Gegenstand kaufen. Nee, leider nicht. Aber wir kaufen uns etwas, das wir später brauchen werden. Wir gehen zur Miezekatze. Die Scholaqua oder Scholaqua. Ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Aber ich finde sie cool. Der coolste Charakter in Dark Souls. Wo ist sie?
Miete Katze. Screenshot Time. So, bei ihr können wir übrigens Eide widerrufen. Wir sind aber nach wie vor nur der blaue Pfad. Gegenstand kaufen. Und zwar. Silberkatzenring. Verringert Fallschaden. Den wollen wir haben. Wollen wir nicht. Macht Stimmen von Gegnern hörbar. Wollen wir eigentlich auch nicht. So, haben wir da noch irgendetwas? Was? Da hätten wir jetzt die Köderschädel. Ja, das ist eine nette Spielerei. Da kaufen wir ja alle 10 Prismasteine ab. Das ist total irgendwie, ja. Aber... So, mal schauen, ob uns die noch was anderes erzählt. Und die Info ist nämlich richtig wichtig. Ich habe das, glaube ich, in der allerersten Folge erklärt oder gezeigt. Wie ich mit Dark Souls begonnen habe, habe ich natürlich alles versucht zu erkunden und mich total umgesehen und bin dann eben hier raufgelaufen. Und die Katze sagt uns ja, wenn ihr quasi Herausforderung sucht, sprecht mit dem Stein. Und ich wusste das nicht und ich habe auch mit der Katze nicht geredet. Jetzt im Nachhinein weiß ich's. Und man kann hier hinknien und einen Ehrstein geben. Was ich nicht wusste ist, und ich habe geflucht und ich habe mich im ersten Gebiet, ich bin einfach nur die ganze Zeit gestorben worden. Was ich nicht wusste ist, jeder Ehrstein, den ihr dort abgebt, bringt euch automatisch, nämlich für alle Bonfire, ins New Game Plus. Und das ist gerade als Anfänger kein Spaß. Ich glaube, mit dem haben wir auch schon lange nicht mehr geredet. Vielleicht hatte der sinnvolle Giftpfeile oder sowas. Schilder brauchen wir nicht. Ich bin mit der Drangleic-Rüstung tatsächlich glücklich. Was anderes hat er auch gar nicht. Ja, das ist extrem hübsch. Blockt aber nur 90% Schaden. So, ich glaube, die Gespräche haben wir ja auch schon durch mit ihm. Wofür brauchen wir den Ring? Den brauchen wir dann dafür. Aber das machen wir nicht heute, das machen wir an einem anderen Stream. Nur mit dem Katzenfallring überlebt ihr den Schaden aus dieser Höhe. Und das aber auch nur sehr knapp. Also das ist eine richtig mistige Stelle. Wo ich kurz mal hinsehen möchte. Theoretisch... Ja, genau, da haben wir jetzt schon die Kerzchen der zwei großen Bosse, die wir besiegt haben. Oh, hallo again. You've made it. The map. Und das ist dieser Kartograf, den wir ganz am Anfang befreit haben. So, sorry, ich klicke das jetzt einfach nur mal durch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das Pate oder ist das der Typ, den wir befreit haben, der Kartograf? Oder Moment mal, ich verwechsel glaube ich was. Weil Pate und Crichton, die haben ja diesen Fight am Laufen. Ja okay, jetzt kommt wieder das mit, oh, no more flames oder more flames. Die beiden, falls das jetzt Pate war, werden sich am Ende dann doch nochmal begegnen.
Und sie haben sich nicht lieb, das kann ich euch jetzt schon sagen. Jo, gut. Ich bin eigentlich schon ziemlich kaputt, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich kann mich wirklich nicht erinnern, wo uns dieses Leuchtfeuer hinter der den, also nicht den Wache, hinter diesen drei Gegnern bringt. Ich glaube, das war das, Dienstbotenquartiere. Das würde ich jetzt noch gern raus. Ah, Käse, 33.000 Seelen. Sorry für den Umweg, ich muss nochmal zurückreisen, ich will ja die Seelen ausgeben. Ich bin so dumm. Im Let's Play würde ich jetzt sagen, ich setze einen Cut. Das habe ich jetzt total vergessen. Aber ich bin nicht nur dumm, ich bin auch verwirrt. Und unstrukturiert. Yeah. Wie ist es euch ergangen? Naja, nicht ganz so gut, aber es geht so. Wie geht's dir? Die haben auch das nicht hübscheste. Können wir. Ja, wir können ihr jederzeit neue Ausrüstung geben. Wollen wir der neue Kleidung geben dann? Nee, wir gehen jetzt mal einkaufen. Und zwar, die hat ja noch einen Feuersamen. Und Verbrennung, Giftnebel, Blitzschweiß. Das hilft gegen stellenweise gegen Feuer ganz nett. Eisenfleisch ist ja nett, aber mühsam. Ihr bewegt euch dann in Zeitlupe. Achso. Ich müsste jetzt zwei Feuersamen haben. Und jetzt können wir die Pyromantieflamme verstärken. Die ist ja jetzt schon auf plus 1, jetzt haben wir plus 2. Nochmal ein Feuersamen. Passt! Wir haben eine Pyromantieflamme plus 3. Das bedeutet, dass unsere Feuerbälle jetzt auch mehr Schaden machen. So, aber jetzt. Aufsteigen. Belastung brauchen wir eigentlich, glaube ich, im Moment nicht leveln. Das passt mit der Rüstung. Wir gehen jetzt nochmal Geschicklichkeit. Wir haben zwei Leveln. Stärke und Geschicklichkeit. Wir gehen mit beiden eines hoch. So, okay. Und jetzt mal kurz nachsehen, wo uns das Leucht oder wo uns das jetzt hingeführt hat. Ich kann mich nämlich wirklich nicht erinnern mehr. Dienstbotenquartiere. Weil wir haben jetzt aktuell eben dieses Gebiet da, wo ich nicht genau weiß, wo wir hinkommen. Da geht's mal runter. Den düsteren Wald haben wir. Da geht's hoch. Ne, von da oben sind wir ja gekommen. Oder? Ne, sind wir nicht. Von da sind wir gekommen. Ja, jetzt explodiert der wieder. Dann sehen wir uns mal ein Stückchenweise um. Enges Gebiet voraus. Warum? Wo sind wir jetzt? Sind echt, ich kann mich tatsächlich da nicht mehr daran erinnern. Sind das Schießpulverdinger? Nein, sind sie nicht. Okay, weg damit. Wow! Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Festungsschlüssel. Oh, ich kann mich an das komplette Gebiet nicht mehr erinnern. Ah. Ich glaube, wir kommen hier. Alles klar. Das machen wir aber jetzt sicher nicht mehr in dem Stream. Da kommen wir zum Glockenturm oder wie dieses Gebiet heißt. Holla, die Waldfee. Wieder so ein Explosionsheinze.
Nein, das ist einer, der explodiert. Oh, so geil, Fässer kaputt machen. Ah, gehen da jetzt beide hoch? Nee, tun sie nicht. Weil die Stelle ist klar. Ah, jetzt gehen beide auf. Okay, passt. Dann können wir hier im Kreis laufen. Ist okay. So folgen uns die jetzt? Nee. Hoffentlich nicht. Skelett voraus. Deshalb aufgeben. Nee, wir doch nicht. Das wollte ich jetzt aber auch nicht. Verdammt, falsche Taste. Es wird Zeit, dass ich eine Pause mache. Aber das würde ich jetzt noch gerne kurz weiter fertig erkunden. So, Moment. Weil wie gesagt, daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Dann hätten wir das. Wir sind von da gekommen. So, da ging es jetzt da noch weiter. Da könnten wir jetzt da drüber springen und das looten. Das war ja beim letzten Livestream, war das glaube ich, wo ich mich gefragt habe, wie wir dorthin kommen. Das geht wohl nur über das Dach da. Oh, da war's. Flammenschmetterling. Ich weiß aber nicht, ob sich der Sprung ausgeht. Irgendwas rechts. Ja, haben wir schon gefunden. Einfach mal da noch kurz zurücklaufen. Da war ja noch ein Weg. Und zwar. War dann. Moment. Da war doch noch was. Ah, da. Ein Weg runter. So. Ja, nicht euer Ernst, oder? Ich möchte jetzt garantiert nicht. Das war knapp. Ich möchte nicht schon wieder gegen ihn kämpfen. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Verschwinde. So ist brav. Oh, wieso kommt denn der so oft? Priesterglocke. Große Keule. Mit der Priesterglocke können wir die Wunder tätigen. Den Zauberstab, die Zaubersprüche. Und ich glaube mit dem Ast die Hexerei. So haben wir noch einen Pharos Dingsi. Ja klar. Und wahrscheinlich wie so oft bei den Pharos Wunder Wahrheitsverstärkern Mondturm. Ja, das machen wir dann aber tatsächlich im nächsten Stream. Da oben wartet der nächste Boss. Und von dem weitergehend geht's dann nach, ich weiß nicht wohin. So Leute, dann werden wir da drüben versuchen, auf die andere Dachseite zu springen. Und wir wissen beim nächsten Stream, ja, bleiben uns dann einige Wege offen mit ganz neuen Gebieten. Yeah. Aber ich brauche jetzt mal wieder eine Pause. So, ich weiß es nicht, ob wir den Sprung schaffen. Wir werden es gleich rausfinden. Yeah, knapp aber doch. Große Seele eines namenlosen Soldaten. Hätten wir das auch gelootet. Und keine Ahnung, wo wir da oben hinkommen. Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß, wo wir sind.
Jo, dann gehe ich wieder zurück zum Bonfire. Oder? Gehe ich jetzt zurück zum Bonfire? Ja, da ist das Bonfire. Alles klar, da kommen wir zum Glockenturm. Aber den packe ich heute auf gar keinen Fall. Und so, mal kurz rasten. Jo Leute, an alle, die noch da sind, danke, dass ihr so lange zugesehen habt. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ich bin draußen für heute. Ich brauche eine Pause. Ich glaube, ich muss mich auch duschen gehen. Ich bin komplett verschwitzt. Zwei Bosse down. Noch, ich weiß nicht wie viel, 10 oder so sind noch übrig. Auf alle Fälle. Jo, nochmal. Fettes Dankeschön. Und was spielst du jetzt? Jetzt spiele ich gar nichts mehr. Jetzt spiele ich einfach noch schnell duschen gehen und dann schaue ich mal, was ihr so spielt, lieber Xerxes. Wie schon Ende. Ja, sorry, Zig Mama. Ich bin kaputt. Ich fühle mich so, wie sie im Moment aussieht. Auf alle Fälle, jo. Danke fürs Zusehen. Wir verabschieden uns wieder klassisch. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, gell? Ciao, Baba.